Hallo Lieblingsfreunde, willkommen zu SWC China Qualification Event Dingsterwumster. Ja, let's go, würde ich sagen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, ne, deswegen mache ich das. Aber ich werde mir irgendwie ziemlich sicher alle davon anschauen. Ne. Wen haben wir denn da? Wie heißen die? Mushroom und FH. Ha? Keine Ahnung, wofür FH steht, aber egal. Beide irgendwie G3 haben drei rote Sterne. Ich habe auch drei Sterne, aber leider keine roten. So, Preben, Yona und Veronica. Ja, Veronica kann ich nachvollziehen. First Pick, Wedgut. Wurde, glaube ich, auch wieder gebufft zum 20. Mal gefühlt. June und Valantis und auf der anderen Seite Oliver, Effner, Miles und Raccoon. Miles und Raccoon irgendwie so die neue AIDS-Combo, was ich irgendwie so mitbekommen habe. Miles ist halt generell irgendwie recht OP, weil er halt einfach quasi Defense-Ignore-Damage macht und er macht halt ziemlich viel Damage, also so, was er sich hier pro Hit macht, er so ungefähr 10k so in die Richtung, ne? Plus Vireproc, plus Raccoonie-Boost, gleich GG. Und Praha als Last Pick von dem Typen und auf der anderen Seite ein Karnel und ein Wooser. Irgendwie würde ich diese Raccoonie-Miles-Kombo irgendwie, ne? Miles hat halt irgendwie auch noch einen Single-Strip, ne? Hier wegen Wooser. Effner hat halt einen Single-Strip. Okay, Karnel gebannt, macht irgendwie Sinn, weil irgendwie nicht so Immunity und so. Und Miles gebannt, weil OP, ne? Und ja, gesponsert von Red Bull. Schön wär's. So, Effner mit Turn 1, E-Klar, Speed Lead, 130.000 Base Speed. Dritter Skill auf Wooser, kriegt auch den Stun. So, Valantis mit Strip. Keine Despair Stuns, aber halt zwei Provokes. Keine Ahnung, ob auf Despairs, vielleicht auf Vi oder so, keine Ahnung. Okay, Revenge Stun auf Pra. So, was macht der gute Oliver? Zweiten Skill auf Wooser und dann Vi blocken. Ja, und halt, ja, Wooser komplett irgendwie resettet. Macht irgendwie Sinn. Weil sonst lohnt sich eigentlich eh nicht wirklich was, bis er vielleicht Valantis so. Aber der hat eh gerade keine Skills. Außer zweiten Skill. So, Effner provoked, wieder gestunt. Valantis irgendwie schon noch so, so OP irgendwie. Na, wenn so dieser Revenge Stun einfach kommt. Gefühlt 80% wie Word Revenge halt, ne? Ja, er fokussiert irgendwie weiter den Wooser, der zwar irgendwie resettet und so, aber ja, was soll er irgendwie groß killen? Valantis halt nicht detecten, zwecks Revenge, Juno lohnt sich auch nicht, ne, Wedgut, ja. Effner wieder gestunt, ja, Wedgut mit zweiten Skill, Anti-Crit und Defense Buff. Und, ja, Effner down, ha? Ich weiß gar nicht, ob Pra irgendwie Heal hat, aber ich glaube, die kam einfach nicht dazu. Yo, Pra hat einfach mal alle Skills ready. Kam halt scheinbar einfach nicht dazu. Okay, entscheidet sich für ein Daydream Quad Sleep, aber... Naja, Juno halt, hat irgendwie so... Er hat halt einfach wenig Damage, ne? Ich meine, der Miles Bun... Glaube ich, war schon irgendwie der beste Bun einfach. Effner wird ja allgemein so ja ein bisschen squishier sein, dafür halt recht schnell und alles, ne, aber... Ja. Bin gespannt, wenn man irgendwie was großartig irgendwie sieht, so... Mal irgendwie andere Units, oder ob man irgendwie wirklich andauernd dieselben, weiß ich nicht, 12, 15... Units halt immer sieht, bis auf irgendwie LD-Units halt, ne. Aber ich glaube halt, ja, wir werden nicht so viel Abwechslung sehen, aber... Ja, sind wir eh gewohnt. Ja, ich glaube irgendwie, das war es eigentlich eh schon mit dem ersten Fight, weil auch wenn irgendwie der Wooser nicht zu viel kommt, glaube irgendwie nicht, dass er die anderen da irgendwie noch killt mit keinem wirklichen Damage-Dealer. Oliver wird auch nicht allzu viel Damage machen. Raccoon ist sowieso nicht und Praha jetzt auch nicht so unbedingt, ne? Aber hey, ein Match habe ich gesehen mit Oliver. Ja, ich will noch nicht so viel verraten, aber wegen dem könnte Oliver wieder genervt werden, ha? So, Valantis, ja, dritter Skill, ist auf jeden Fall auf Despair, wie man sieht, hat Raccoonie gestunt. Wooser hat auch wieder Skills ready.
Keine Ahnung, ob der überhaupt irgendwie mal irgendwie Wish gemacht hat, den Fight, aber braucht er scheinbar eh nicht. Ja, kein Plan, ob die da irgendwie wieder, okay. Scheinbar dürfen sie liefen oder keine Ahnung. Da war irgendwie, glaube ich, mal so eine Regel irgendwie so, dass die nicht liefen durften oder so ein Blödsinn, aber warum? Wenn es vorbei ist, ist es vorbei, ne? Ich meine. So, wir sehen diesmal Vetchert und Effner als Pre-Ban und First Pick wieder Oliver. Auf der anderen Seite eine Ciara, eine Veronica und Valantis plus Juno, ha? Und Yonhong und Sekhmet. Also der Typ rechts wird halt irgendwie mehr auf Turn 1 gehen. Marsha, okay. Sieht man irgendwie nicht mehr so häufig Marsha, ne? Wobei ich glaube, genervt oder was wurde sie ja nicht. Na komm mal. Und ein Feuerstrike, aha. Also das schreit er ja eigentlich schon irgendwie nach einem. Nach irgendeiner Wasser-Unit. Vielleicht sehen wir da irgendwie einen Miles. Shizuka, okay. Dann würde ich fast schon den Feuer-Ryu da bannen, weil. Naja, wobei er hat irgendwie Ciara-Bomben. Also rechts kriegt auf jeden Fall Turn 1, ne? Vielleicht bannt auch irgendwie so Valantis oder Veronica einen von beiden irgendwie so. Oder Shizuka. Oder Juno. Okay, er bannt Ciara und auf der anderen Seite Yonhong. Na gut, wird glaube ich interessant werden, irgendwie den Feuerstriker zum Killen. Ich meine, Juno könnte. Aber die anderen wahrscheinlich nicht. Naja. So. Segment mit Turn 1, Reset, Shizuka, Veronica oder Valantis. Eigentlich ginge alles okay. Reset der Shizuka, Nuke auf Veronica. Aber nicht genug. Wieso macht er keinen dritten Skill, ha? Ich meine, weil er wahrscheinlich Angst hat, dass ihn der Feuerstriker revenged und halt one-shottet, was wahrscheinlich passieren wird, weil Defense Break oben ist, aber lohnt sich irgendwie Skills aufheben, ha? Shizuka ist eh resettet. Macht's halt trotzdem der Oliver, na gut, Valantis wieder mit Full Glancing und Disperse dann am Feuer, Ryu ist nicht übel. Okay, Oliver mit Reset auf Veronica plus dem Bioproc, wieder dritten Skill ready. Reset auf Valantis, kein Revenge von ihm, Segment mit. mit Glancing, ja. Hat sich gelohnt, der zweite Skill. Wobei ich eh nicht wüsste, schauen wir nochmal irgendwie. Ob der zweite Skill gerade so geil gewesen wäre, wenn die da unendlich Debuffs gelandet hätte, weil es kommt halt nichts von seinen Units gerade irgendwie dran. Ne? Es kommt halt irgendwie erst Juno und Veronica und Valantis und alles kommt halt dran. Also eigentlich eh nicht schlecht, dass der quasi nicht wirklich viel Debuffs gelandet hat. Ne? Sonst hätte halt Juno irgendwie mehr gehalt. So, Valantis, dann auf Oliver, Valantis OP, ja. Okay, Shizuka im Bio. Keine Skills ready. So, Juno. 2K Damage auf Oliver. Da geht Veronica down. Hat überhaupt irgendwas gemacht? Keine Ahnung, ich glaube aber nicht. Aber hey, Shizuka kann ja reviven. Ja, Veronica, alle Skills ready. Das war auch nicht so viele zweite. Ich meine, die Dots sind halt nice, ne? Wurde halt genervt, der zweite Skill. Macht jetzt irgendwie, glaube ich, nicht mehr Damage, Speed abhängig. Ja, nice Crit Fire Striker, ha, auf die Juno. Das wäre fast schon Instant Win gewesen, wenn der Fire Striker gerade die Juno Revenge Crit gekillt hätte. Instead wird irgendwie alles gerevenged von der Juno und alles irgendwie gestunt, aber ja. Juno fällt halt auch um. Ich sage ja, der Firestriker, ja, Segment stirbt auch am Dot. Versucht irgendwie den Dings um so zu stunnen, aber ja, das hätte er glaube ich eh nicht hingekriegt. Glancing Provoke landet. Was macht Shizuka? Dritten Skill irgendwie so für einen Stun oder so ein Scheiß. Resisted, ha? Keine Ahnung, ja, no way, es müsste eigentlich schon irgendwas gestunt werden, ha? Okay. Naja, okay.
Damage hat gereicht von Valantis, ha? 2 zu 0. Ich glaube, das war's schon wieder, jo, das war's schon wieder. Das Lustige ist. Der ganze Stream dauert irgendwie 6,5 Stunden, deswegen schaue ich mir das bei dem Typen da einfach an, der hat das. Das ist einfach so geuploadet, hä? 6,5 Stunden Stream für. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht einmal irgendwie eine Stunde, was die Matches dauern, aber hey. So, wen haben wir da? Half-Rock und AJ. Kenne ich beide nicht, noch nie gehört, aber hier beide G3. Oh mein Gott, die Pre-Ban-Word, ha? Pre-Ban-Word und Wusa. So. Wasser-Striker-Marsch, ha? Oldschool-Combo, ha? Was sind wir hier? Anfang 2023 oder was? Chongpong Shizuka Kanal und Sagar und Ashir. Irgendwie, glaube ich, fast schon instant eingeloggt. So, Bellio und Leo. Na gut. Ist es der mit Oliver? Pickst du Oliver jetzt zum Schluss? Jo, pickt er. Könnte irgendwie sein, dass es der eine Fight ist, den ich gesehen habe. Ja, auf der einen Seite 100%iger Leo-Bann. Ne, 100% und auf der anderen Seite, ja. Könnte irgendwie alles, irgendwie fast schon Sagar. Wobei ich meine, okay, Band den Wasser-Striker. Hat er jetzt nicht wirklich Strips, ne? Hat er nur eine Strip irgendwie ein Single Target mit Ashir, aber. Bin mir nicht sicher, ob der Wasserstrike irgendwie der beste Bann war. So, Ashir first. Achso, oh ja, ich glaube, das ist wirklich der Fight. Ich glaube, er macht jetzt dritten Skill mit Ashir auf Chongpong und ich glaube, er resistet einfach alles. Der Chongpong hat 300 Resistance. 300%. Schau dir an, schau, resist, resist, resist. Und das war's aber noch nicht. Total lächerlich einfach. Nicht, dass ich irgendwie auch nur glaube, dass der Chongpong irgendwie Resistance hat. Ich glaube hier, das resistet er auch alles. Ja, resist, resist, ne? Vioproc resistet, glaube ich, irgendwie noch einmal. Ja, quasi komplett useless, was er irgendwie gerade alles gemacht hat. Na, Belly halt jetzt dann geboostet. Chongpong lebt halt immer noch. Karnel ohne Stunts. Double Slow plus ein Vioproc. Ja, Oliver wahrscheinlich reset Chongpong, ne? Into Vioproc. Okay. Ja, Shizuka mit dem dritten passiert nicht viel irgendwie, ne? Provokes und Slows. Keine Stunts oder irgendwas. Zweiten auf Karnel. Kriegt der jetzt irgendwie einen Vioproc? Wäre halt nicht übel. Okay. Geht irgendwie weiter für Shir. Ich meine, hat eher als Immunity. Oliver kann gerade nicht viel machen, ne? Chongpong mit dem Despair dann. Also auf Despair plus 400% Resistance, ha? Huh? Mindestens. Ja, schaut nicht gut aus für den Typen da mit Oliver gerade. Der Chongpong nippelt immer noch. Ja, Shizuka resistet irgendwie den Attack Bar Absorbter von Oliver. Das ist immer übelst nervig. Karnel mit dem Bioproc, dritten Skill. Triple Slow, zwar keine Stunts, aber hey. Der Chongpong hier, wirklich, was ein MVP einfach. Auch wenn jetzt mal irgendwie down geht, aber alles resisted und Marsha überlebt und weiß ich nicht, was noch alles. So, Bellio irgendwie rollt herum. Drecksvieh. Sein Schmetterlingsflügeln. Marsha auch schon dismounted. Okay, Provoker Fisch hier. Das heißt, er wird halt down gehen demnächst. So, Chongpong im zweiten. Ja, und wieder Despair gestunt hier. Wahnsinn, ha? Jetzt haben wir irgendwie nur ein Single-Target Despair, dann aber trotzdem. Oliver prockt irgendwie auch gefühlt jede Runde, ha? Fetter Damage von Marsha. So, was macht der Oliver? Dritten auf Karnel, glaube ich, war das aber wieder kein. Oder war das dritter hier? Genau, ja, oh ja, war dritter, glaube ich. Bioproc. Double Kill. Hat halt keine Attack-Vibe-Sorb, ne? Das ist halt immer urnervig.
Ich habe auch wieder ein paar RTs gemacht und ein verlorene wegen Scheiß Oliver und so, aber. Obwohl meiner Max Resistor, Max Accuracy hat, dritter Skill, beides resistet. Der Reduce plus der Cooldown Increase, aber hey. Ja, Oliver gegen zwei Wasser-Units und das dürfte schon bei der Fight sein. Normalerweise würdest du, also ganz ehrlich, unmöglich oder da, unmöglich, dass der Oliver das irgendwie gewinnt, oder? Ich meine, der Oliver macht halt nicht wirklich Schaden. Der dritte Skill irgendwie wurde ja auch zu Tode genervt, sackt halt auch nicht mehr irgendwie Schaden, ne? Aber er kriegt halt, ja, er kriegt halt ziemlich viele Turns im Vergleich zu den anderen beiden da gerade, ja. Und resettet halt alles, ne? Bioproc von Abellio. Hat halt trotzdem keine Skills ready, noch kein Stun oder was, also kein Heal, ne? Heal wäre halt wichtig von Abellio mal, aber Oliver sagt nein. Und siehst du, ich meine, auch wenn Oliver schon extrem low ist, ja, aber die beiden waren ja irgendwie fast voll und irgendwie Oliver war, weiß ich nicht, bei 50% HP. Und ja, da geht die erste Unit down, der Bioproc, der kriegt Turns ohne Ende. Keine Resist oder was von den Gegnern und da scheint man, wieder Bioproc, er hat halt auch jetzt keine Skills ready, ja. Er ist eigentlich kurz vorm Umfallen, ja, es ist, und trotzdem, bam. Er gewinnt halt einfach mal so 2 gegen 1, ja, mit 50% irgendwie, es ist, ja. Keine Ahnung, ich höre schon wieder die Leute Oliver Nerf schreien. So. Oh mein Gott, der Juno Preban und Dark Robo Preban. So, wir sehen auf der einen Seite Neftis als First Pick, um Gottes Willen. Plus Feuermonkey Riley. Interessant. Und auf der anderen Seite ein Jongpong Varamos, ein Wooser und ein Bastard in Rot. Und eine Tiana Kinky. Was ist das hier? Und Sean als Last Pick. Also irgendwie würde ich den Kanal auf der linken Seite, ich würde. Würde ich Tiana bannen? Tiana oder Neftis, glaube ich, würde ich bannen, ne? Er hat halt nur einen Strip mit Tiana. Ich finde irgendwie den Bann Tiana oder Bann Sean. Also irgendwie finde ich den Feuermonkey-Pick gerade nicht so geil und auch den Kinky-Pick nicht so geil. Ich finde halt den Feuermonkey irgendwie so ein bisschen zu früh gepickt, weil. Okay, er kann halt nicht von Varamos gestunt werden, aber dafür wird halt reduced, ne, weil er nicht gestunt werden kann. Na gut, kein Plan, schauen wir mal. So. Riley Turn 1. Ja, drittes Skill wäre so ein bisschen wasted, keine Ahnung. Okay, macht zweiten für Immunity. So, ja, Neftis mit dem Bioproc. Neftis kann halt gerade nicht wirklich viel machen und ja. Der ist halt ein Wooser und er hat halt keinen Strip, ne? Jongpong mit dem zweiten ist aber auch nicht viel passiert. Varamos mit Double Stun plus Monkey Reduce, ne? Er wird wahrscheinlich den Monkey fokussen, oder? Jupp. Also ein bisschen eine komische Combo, weil hätte er irgendwie statt dem Kinky noch einen zweiten Stripper gepickt, dann hätte er irgendwie Neftis wahrscheinlich bannen müssen. Ja, weiß ich nicht, ein bisschen. Was hat er gebannt? Sean. Er hätte irgendwie der Wooster, glaube ich, bannen müssen, aber das Ding ist halt, Varamos ist auch nicht so übel. Na, je mehr Debuffs da oben sind und alles, desto mehr Vero da irgendwie cleanst, desto mehr Attackbar und alles bekommt, also. Na, weiß ich nicht, ob da irgendwie Dispers dann von Chongpong. Kein Defense Break, aber Bioproc, ganz guter Damage vom Kinky, ne? Attack Buff und so. Revenge von Word, aber bringt ja nichts, weil er Kinky nicht critten kann. Okay, kein Stun von Vero auf Kinky. Boost hat halt wieder Wish ready, ne? Ist halt. Neft ist halt so ein bisschen fail. Oh mein Gott, die Triple Dispersion von dem Chongpong. Wie lucky ist denn das hier?
Okay, ich glaube, dass der Monkey jetzt irgendwie down gehen wird. Defense Break auf Riley. Wenn Riley jetzt nicht irgendwie rausprockt, tut sie nicht. Monkey geht down, Wusa mit dem Vio. Kinky auch gestunt. Ich glaube, nächste Runde hat Wusa wieder Re Wish ready. Dann kommt auch vor der Neftis dran, weil Word halt boostet. Scheiß Word, er ist. Selbst wenn er irgendwie nicht revenged halt irgendwie, ich finde er ist trotzdem einfach so extrem stark. Er macht halbwegs guten Damage, er kann sich irgendwie heilen. Und der Attack Bar Boost 40%, das ist einfach zu OP. Nerf die scheiß Unit. Braucht eh keiner mehr. PvE kannst du Word eh nicht mehr benutzen. Keine Ahnung. Na gut. 1-1, oder? Jo. Word noch einmal Pre-Ban. Word und Wooster Pre-Ban. So, wieder Marsha und der Wasserstriker. Gekommen wir dann nicht dieselbe Scheiße schon wieder mit Sagar und Ashir. Okay, Windrobo gebannt. Leo gepickt macht Sinn. Leo gebannt macht auch Sinn. Ne? Na gut. Er hat jetzt kein Oliver, ne? Er hat halt Reset mit Sagar. Aber was resettest du? Du musst eigentlich fast schon alle irgendwie diese Units resetten. Junkbong, oh mein Gott, ja. Okay, aber Quad Provoke ist nicht schlecht. Und hat den Abellio, glaube ich, resettet. Junkbong ist auf Despair, glaube ich. Ja, das sieht man es eh. Bastard, Despair ist dann halt mal gefühlt, weiß ich nicht. Jedes Mal, wenn er drankommt, so. Ist hier, huh? Oh. Da hat er scheinbar doch nicht resettet. Ja. Das ist ziemlich blöd, ne? Und das Sagar ist auch provoked. Wenn jetzt nicht irgendwie ein Lucky Disperse dann kommt vom Striker. Ja, Chompong im dritten wahrscheinlich. Und wahrscheinlich wieder Triple Disperse dann, huh? Oh, Greedy, ja, im zweiten. Ich meine, okay, Shizuka kann halt revive und dann hat er halt dritten Skill ready, ne? Weiß nicht, ob das so gut ist, aber who cares? Seine Entscheidung. Okay, fetter Crit von der Value into Vioprox. Dann ist Shear. Kano wahrscheinlich mit dem dritten. Into Vioprox, Jesus, ja? Das ist halt echt, das ist. Weil der Abellio den Sagar Reset resistet hat. Na, glaube ich zumindest. Ich schaue es mir irgendwie gleich nochmal an, aber. Das war einfach MVP. Was willst du sagen? Ich glaube nicht, dass er das dann noch irgendwie drehen kann. Das sind. Tja. Okay, Triple Kill für den Chongi. Und das war's dann, ne? Na gut, nur Double Kill. Ja, weiß ich nicht. Das finde ich halt ein bisschen scheiße, was da passiert ist, ne? Resistance. Aber er hat gestrippt, ne? Ja, keine Ahnung, aber hat den Reset halt, glaube ich, resistet, ne? War nicht irgendwie Bullshit oder, ich meine, es war schon Bullshit, aber. Ja. Das ist halt echt, ich meine, wer weiß, was passiert wäre. So, was haben wir da? Dritten Fight Peter gegen Lest. Wer ist denn wer eigentlich, ha? G2 gegen G3, egal. So, wir haben da irgendwie den Dark Miles. Wer ist da? Daniel? Na, oder? Daniel ist, glaube ich, dein Light. Ist eh wurscht. Keine Ahnung, was der überhaupt irgendwie macht. Irgendwas mit Attack Bar Increase, Boosten, Blödsinn. Keine Ahnung, was weiß ich. Komisches Passive irgendwie. Eh scheißegal. Kano gebannt. Sogar als First Pick plus Marsha und Hagen. Und auf der anderen Seite Chongpong, Chivo, Valantis und Juno. Ja, ein Feuer-Ryu. Und Raccoonie. Fire-Ryu ist da sicher nicht schlecht, ja. Raccoonie. Okay.
Ja, wird wahrscheinlich irgendwie eine Wasser-Unit oder so kommen, die wahrscheinlich irgendwie gebannt wird, vielleicht aber auch nicht. Okay. Er könnte irgendwie Chivu bannen, ha? Vielleicht ist sein Sagar irgendwie schneller als der Valantis oder der Zhongpeng und so. Okay, aber er bannt den Wire-Ryu und der Banshee-Zuka. Na gut, das heißt links Turn 2, rechts Turn 1, ne, mit Chivu, Speed Lead und so. Kein Plan irgendwie, ich bin immer noch nicht so begeistert von Chivu. Er macht einfach zu wenig, ja? Oh. Er macht Scheiße, würde ich sagen. Scheiß Hagen. Hier ist ja auch so eine Drecksunit. Okay. Ist irgendwie schnell eskaliert, ha? Was ist da gestorben? Der Valantis. Raikouni boostet Marsha plus Vioproc. Ja, ich glaube. Ich glaube, das war es irgendwie eh schon, ha? Ich bin verrückt. Hey, Gang, hey, er ist ja wirklich auch so eine Scheiß-Unit einfach. Kann eigentlich nichts und geht trotzdem irgendwie nur am Sack und ist irgendwie overpowered. Boost the Marsha, zweiten Skill. One-Shot Chongpong. Okay, wenn er Defense Break resistet, dann Vioproc mal halt, ne? Ja. Aber ich glaube, der Chivu halt, ne? Hat irgendwie den Hagen da Turn 1. Nichts passiert, ha? Ne? Mach es, los. Aber wieso wartet er so lange, ha? Ne? Mach doch endlich, Junge! Hat er reduced? Ist sie scheißegal. Oh Gott, wer sind das für Leute? Ja. So, was haben wir next? Valantis und Genny geprevent, Chongpong. Sagar, Vanessa, Chimaya, Shizuka. Oh, Juno und Julian, ha? Raki und Wasserstriker. Plus Diana, ha? Doch nicht? Oh Gott, die Feuerdingen, keine Ahnung, was die kann, ha? Keine Ahnung. So, aber ist mir eh scheißegal. Genau, an ihm ist auch scheißegal, weil sie kommt nicht durch. Plus Raki gebannt. Interessant, hä? So, Wasserstriker first. Nicht viel passiert. Julian mit einem Stun. Ja, Jemaya. Double Attack Break plus Slow. Plus war ja Proc nicht so übel, hä? So, Vanessa mit Defense Break wahrscheinlich auf Chimaya. Oder auch nicht, okay. Strippt jetzt irgendwie? Stripping, ja, ich glaube schon, gell, die. Ich glaube, im zweiten Skill strippt Vanessa jetzt irgendwie auch schon. Ah, was weiß ich, das ist so uninteressant für mich einfach. So, Chongpong mit dem fetten dritten. Was ist Striker? Wahrscheinlich so Damage auf Sagar. Okay, doch nicht. Damage auf Vanessa. Juno mit irgendwelchen Stunts. Ja und nein. Hätte man sich sparen können. Okay. Jemaya mit dem fetten Reset. So, Shizuka mit dem fetten dritten. Vanessa mit Vibrock out of Stun. Chongpong wieder mit dem dritten. Ah, nicht übel. Ha? Er fokust zwar irgendwie nichts. Single Target, aber ja. Irgendwie ist halt trotzdem schon fast alles down. Okay, Vanessa wurde nicht resettet, hä? Okay, Juno stirbt. Ich glaube, Julian ist irgendwie auch schon One-Shot, hä? Na gut, doch noch nicht ganz. Okay, Strip Defense Break auf Chongpong, Provoke. Ja, Fokus den Julian, hä? Okay, 1 zu 1. Huh? So,
So, Sagar Preban und dieser Dark Dingens da. Oh mein Gott, der Musa Word, ha? Juno Bun, Oliver Bun. Boah, da würde ich jetzt sagen, ich glaube, da ist irgendwie richtig im Arsch, der Typ links mit Chivu. Weil. Pff. Er wird zwar wahrscheinlich Turn 1 kriegen mit Chivu, aber ich glaube, danach irgendwie wird alles von dem anderen Typ irgendwie so drankommen. Okay, kann man machen, ne? Schon ein Double Stun auf Word und Chivu plus Vioproc. So, Wusa gestrippt, Wusa reduced. Okay, Valantis, das war gerade nicht so wild. Okay, ist irgendwie auch schon wieder so ein bisschen eskaliert irgendwie. Ja, da ist keine Strips, ne? Reicht der Damage? Nein, reicht nicht. Triple Defense Break, ha? Okay, schon. Glancing of Word, aber who cares? Oh, Sean lebt immer noch, ha? Wusam im dritten jetzt. Wasser Strike hat auch Glancing um, wird auch revenged. Oh, der Vioproc grad, ha? Also, bei dem Match würde ich, keine Ahnung. Also irgendwie so komplett falsch irgendwie, normal, ich weiß nicht. Ja, GG, ne? Nuke den Hagang, der geht fast down, hat jetzt zwar noch Strip ready, aber Glancing. Ja, das... Weiß ich nicht, hä? Ich finde irgendwie, es ist ein bisschen falsch, was da gerade irgendwie abbrennt, ganz ehrlich. Ein echt komisches Match, ja. Ich finde nicht, dass das irgendwie jetzt so ausgehen soll, ganz ehrlich. Ich meine, okay, er macht halt... Wenn er halt mit Chivu dritten Skill gemacht wäre, ich glaube, dass das wäre, ja... Das wäre nicht so gut gewesen für ihn. Er strippt halt den Sean, deswegen kriegt er Attack Bar, ne? Ja, increase Attack Bar. Double Stun Vioproc, ne? Ich hab der Valantis da, ne? Er hätte den... Resistance, 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 Resistance. Bam. Das war's eigentlich so, ne? Das war, glaube ich, der... Der Wusa hätte halt nie irgendwie so dritten Skill abkriegen dürfen, ne? Jetzt ist der Valantis irgendwie useless. Er hat alles seine Strips irgendwie raus mit Hagang, mit dem Wasserstriker. Hast du? Wieso hat er keinen zweiten Skill wegen Chongpong, oder? Hat Chongpong schon dritten gemacht hier? Na. No. Oh ja. Okay. Naja, das wäre. Hätte der Valantis irgendwie den Chivu plus irgendwie den Chongpong da? Chivu? Wusa? Provoked? Ich glaube, es wäre irgendwie anders ausgegangen, ganz ehrlich. Ja, scheiße für dich, ne? Scheiß Valantis. Naja. Das ist halt. Keine Ahnung. Das ist halt einfach beschissen. Es ist halt. Das, ja, wurscht. So, Lin und Tars. Das ist unser letztes irgendwie eh schon. Wusa und Tian Lange Preband und Genny First Picker.
Shizuka Chiana, Fire Monkey, der Typ da. Han und Vanessa mit Wasser, Ryu und F, ne? So, ein Kahn, oder? Okay, es wird wahrscheinlich so ein Hahnbahn, schätze ich. Okay, Hahn und Kahn gebannt, Speed Lead auf der einen Seite, HP Lead auf der anderen. Na gut, bin gespannt, hä? So, Effner Turn 1, eh klar. Ja, das war jetzt nicht so wild, ganz ehrlich. Dritter Skill auf Shizuka. Ich weiß nicht genau, wie dieses Dark Passive da irgendwie funktioniert. Ich glaube, irgendwie kriegt er irgendwie mehr Attack Bar oder kriegen die anderen irgendwie weniger Attack Bar. Ich habe keine Ahnung, irgendwie. Das interessiert mich auch nicht so wirklich, aber. Das ist so übelst langer Text, glaube ich. So. Geht halt auf Effner. Okay, Bombardettonate jetzt dann auch. Gianna ohne Crits, ha? Gerne mit dem Reset. Da sieht man irgendwas. Irgendwas kriegt er was. Irgendwie boostet er mehr Attack Bar passivmäßig. Was weiß ich. Habe ich nicht die scheiß Unit, will ich auch nicht haben. Okay, Maki mit dem Wire Proc finish die Effner. Striker wird wahrscheinlich die Gianna killen, oder? Na, nicht einmal irgendwie. Nice. Bombe resisted. Gianna glaube ich irgendwie nicht auf Crit Rate. Ha, die crittet irgendwie recht wenig. Gany resettet den Wasserstriker, macht irgendwie auch Sinn. Defense Break resisted. So, ich glaube irgendwie, dass der Damage nicht reicht, um da irgendwas zu killen. Aber ich könnte mich auch irren. Okay, Double Kill. Shizuka und Gianna down. Okay, Monkey mit dem Bioproc wieder. Wie schaut's aus? Fetten zweiten Skill, ha? Huh? Attack Breaker Monkey. Okay, landet. Der Typ, der macht ja eh keinen Schaden. Lebt immer noch, der gute Genny. So, Vanessa hat nächste Runde dritten Skill da ready, ne? Jupp. Er wird halt Genny nicht killen. Okay, Genny kann Reset ready. Wie schaut's aus mit dem Bioproc? Da ist er auch schon. GZ. Okay. Bisschen greedy irgendwie. Ich hätte vielleicht irgendwie eher Vanessa resettet, aber ja, scheiß drauf, ha? Chivo und Quinn Don Dasher, wie er heißt, glaube ich, gebannt. Der Light Monkey. Sieht man irgendwie auch nicht so oft, ha? Wahrscheinlich daran liegt, dass es nicht viele Leute haben werden, um Gottes Willen. Genny Hathor. Okay, Switch von Gia. Oh mein Gott, jetzt kommt sogar schon Word in den scheiß Turnieren. Ich schwör, das schreit nach einem Bann. Ohne Spaß. Pickt sie mehr, das schreit nach einem Bann. So. Jetzt haben wir da Hagen gebannt und Tian Lang gebannt. Na, ich bin gespannt auf Genny Hathor. Das Ding ist halt, der Typ da mit Effner kriegt halt Turn 1, ist eh klar. So. Kein Stun auf Wusa. Tja. Na komm, Word, ha? Wo ist der Revenge? Da war er, wird nicht gecrittet, ha? So, ist er greedy und macht zweiten Skill oder macht er dritten Skill? Nein, er macht dritten Skill. Und da war der Revenge und kriegt einen Quad Stun hier. Was eine Broken Unit, ha? Ich habe mir auch schon überlegt, ob er nicht irgendwie besser ist als der Dark Robo bei mir. Aber gut, meiner hätte sicher wieder nicht den Word gestunt, ne? Ich hätte wieder ein Revenge gefressen. So, öffnen mit einem Defense Break nur. Robo P. Pew. Hathor wird eh am Dings sterben, am Dot. Okay.
Ja, nice, ja. Ist verrückt, ist nicht einmal reingekommen. Jenny Hathor, ha? Hat sich gelohnt, so. Oh, da ist ein Dark Row plus Hahn. Interesting, ja. Ja, der Typ links könnte zwar irgendwie Turn 1 bekommen. Chivu. Also ich würde irgendwie Sekhmet bannen. Okay, bannt Karl und bannt den Wasserstriker. Das Ding ist halt, ja, er hat jetzt kein Speed Lead für Elfen, ne? Ich glaube, dass die Sekhmet halt Turn 1 kriegt. Außer irgendwie, das ist ein Swift Rover, aber das glaube ich nicht. Und selbst wenn es ein Swift Rover ist, würde er nicht Turn 1 bekommen, weil er einen scheiß Base Speed hat im Vergleich zu der Sekhmet. Okay, Sekhmet hat nicht gesagt. Chivo auch nicht. Quad Glancing, ja. So, Shizuka mit dem dritten Skill, einfach nur wegen Immunity, ne? Tja. So schnell kann es gehen, ne? Jenny, was macht er, ne? Resette den Robo Bioproc, bringt halt nur nix. Erster Skill strippt halt leider nicht mehr. So, Effner mit Glancing. Macht trotzdem dritten Skill und kriegt einen Stun auf dem Chiwu. Hahn hat Defense Break plus Glancing oben. Man scheiß auf den Heal Block, ne? Schauen wir mal, ne? Der Robo kommt gleich dran. Okay. War ja von Shizuka und hat Attack Bar Reduce bekommen. So, was macht der Hahn, ha? Chiwu finishen. Okay, Tudor. Oliver Reset, so, Robo. Okay, trotz Glancing kriegt halt Strips, keine Stuns oder irgendwas. Keine Ahnung, was der für ein Bild ist. So, Hahn. Kein Stun auf Oliver, ha? Und auch kein Kill. Effner wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Okay, aber Robo reicht auf jeden Fall. Auch wenn er Glancing oben hat. Jesus, das sind die urkomischen Matches irgendwie. So, schaut urgut aus für den einen am Anfang und dann verkackt aber irgendwie trotzdem noch, ha? So, der Klassiker, Sackmet, hat halt mal wieder gesackt. So, er revived Oliver, nice. Der hat halt aber keine Skills ready. Hahn resettet. Landet den Defense Break, one-shottet die Sekhmet. Und gewinnt, ha? Wahnsinn irgendwie. Echt komische Matches irgendwie so Comeback-mäßig, aber hey. Ja, ich glaube, das war's. Ja, ging irgendwie recht fix, ha? Ja, das waren alle. Na gut, dann, ja. Scheiß drauf, dann machen wir halt wieder Schluss, ne? Keine Ahnung, ob es euch gefallen hat. Ich hoffe natürlich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.